Himmel oder Hölle, Leben nach dem Tod. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, gibt es Leben nach dem Tod? Oder was kommt nach dem Tod? Und ich bin sicher, jeder macht sich irgendwann einmal Gedanken darüber. Nicht nur, wenn man alt ist vielleicht und denkt, naja, so viele Jahre habe ich nicht mehr zu leben, was kommt dann wohl danach? Sondern auch in jungen Jahren. Also bei mir war das so. Da macht man sich Gedanken und guckt in den Himmel und denkt, gibt es da noch etwas, was nach meinem Leben kommt? Nur leider mischt man sich dann ganz gerne sein eigenes Potpourri zusammen aus den Dingen, die einem passen, ja, die einem gefallen. Man setzt sich da so ein bisschen so eine Rosa-Rot-Brille auf. Bei mir war das so. Ich habe immer geglaubt, dass es etwas nach dem Tod gibt. Aber ich habe es mir selber zusammengemischt, aus allen möglichen Richtungen. Ich habe gedacht, dass alle in den Himmel irgendwie kommen und alle bei Gott sind. Und wenn wir nicht in diesem Leben das geschafft haben, dann kommen wir eben nochmal auf die Erde, haben eben nochmal eine Chance und dürfen nochmal probieren, bis wir es letztendlich geschafft haben und dann irgendwann im Himmel sind. Aber auch darüber genau hatte ich keine Vorstellung. Und viele glauben ja noch nicht mal, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und deswegen möchte ich heute jemanden zu Rate ziehen, einen Fachmann sozusagen, der genau weiß, was nach dem Tod kommt, der schon selber mal da gewesen ist und wieder zurückgekommen ist und uns davon berichtet, der wirklich schon mal hinter diese Mauer geschaut hat. Und das ist Jesus Christus. Jesus ist selbst schon im Tod gewesen. 3 Tage lang. Jesus ist wieder zurückgekommen. Er ist auferstanden von den Toten. Er war eine ganze Zeit lang danach hier noch auf der Erde, bevor er aufgefahren ist in den Himmel. Er weiß echt Bescheid. Und er hat uns viele Dinge berichtet. Er hat die Macht über den Tod. Und als Jesus hier auf der Erde noch mit seinen Jüngern umherwandelte und ihnen Zeichen und Wunder zeigte, die er im Namen seines Vaters tat, darunter war auch die Totenauferweckung des Lazarus, der 4 Tage schon im Grab gelegen hat, 4 Tage tot war. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich meine, da ist ja so eine Leiche schon total zersetzt, die Zellen verfallen, keine Ahnung, was biologisch da passiert. Aber ich denke, naja, da hat sich alles schon ganz schön aufgelöst. Und weißt du, welche Macht Jesus hat über den Tod? Er hat gesagt, er stand vor der Gruft des Lazarus und hat gesagt, Lazarus, komm heraus. Und augenblicklich ist Lazarus herausgekommen. Eine Leiche, die 4 Tage schon im Verwesungsprozess gewesen ist. So eine Macht hat Jesus über den Tod. Und ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie die Leute geguckt haben, die das gesehen haben. Lazarus kommt raus, der hatte noch die Grabtücher umwickelt und ja, er hat gelebt, er ist herausgekommen und die Tücher wurden ihm dann abgenommen und er war ganz normal. Ganz normal. Er hat gelebt. Er ist zum Leben zurückgekommen. Und das kann nur Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt. Er kann dir ewiges Leben geben. Er kann dir ewiges Leben geben. Jesus selbst hat zu Martha gesagt, bevor er ihren Bruder Lazarus von den Toten auferweckt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Zum zweiten Teil des Videos, gibt es Leben nach dem Tod, geht es über den Link, der hier im Video eingeblendet oder im Text der Videobeschreibung genannt wird. Und hier kannst du diese Medienarbeit gerne mit einer Spende unterstützen.